Hast du schon gewusst, dass die Worte danken und denken miteinander verwandt sind? Das kommt beispielsweise im Wort Denkmal zum Ausdruck. Ein Denkmal ist im ursprünglichen Sinne ein Dankmal. Wir wollen mit einem Denkmal der Person danken, die wir darauf verewigt haben. Ebenso kommt das Danken im Substantiv zu denken, nämlich im Gedanken zum Ausdruck. Ich persönlich verstehe das als Anregung. Als Anregung nämlich, meine Gedanken von Negativen wie Ärger, Missgunst, Ängsten, Zweifeln und so weiter mehr und mehr zu befreien und stattdessen eben Gedanken daraus zu machen. Ich für meinen Teil bin überzeugt, dass diese kleine Maßnahme, diese Umstellung im Denken, dass wir zu einem Danken machen, die Welt verändern kann. Was meinst du? Hilfst du mit?